Moin moin meine lieben Pokémon-Trainer da draußen, mein Name ist Steve, ein herzlich willkommen zum neuen Pokémon-Video. Nicht mehr lange, bis wir endlich Strahlender Diamant und Leuchtende Perle zocken können. 31 Tage bis zum Release. Ihr habt richtig gehört, 31 Tage, also ein Monat noch. Oder vielleicht auch weniger, wenn ihr das Video guckt. Es ist bald soweit, wir können die Sinnoh-Region besuchen. Warum sind diese Spiele aber noch nicht fertig? Es gab in letzter Zeit krasse Leaks, News, wo News-Redakteure oder auch andere Leute schon mal langsam so durchgeteasert haben, dass die Games eigentlich noch nicht richtig fertig sind. Welche Video oder welche Version sie des Spiels bekommen haben, wissen wir nun auch nicht hundertprozentig. Aber wir gucken uns das Ganze mal an, welche Leaks es sind. Ich habe da schon so News diese Woche schon mal darüber gesprochen, werde da auch nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen. Warum wir wahrscheinlich einen Day-One-Patch bekommen werden, der das Ganze fixen soll, gucken wir uns an. Wenn ihr nichts mehr zu Pokémon verpassen wollt, zu Strahlender Diamant, Leuchtende Perle, Legend, Arceus, Pokémon Unite oder auch allgemein News, Tipps und Tricks, lasst gerne ein Abo da. Ja, würde mich freuen. Kurs geht raus an euch. Liebe, viel Spaß mit dem Video heute. Erstmal möchte ich vorweg sagen, dass Pokémon Strahlender Diamant, Leuchtende Perle nicht zu 100% fertiggestellt sind. Dies betrifft die Firma Ilka. Sie ist die Produktionsfirma bzw. sie entwickeln diesmal die Games. Also bitte Leute, beachtet, dass diesmal nicht Game Freak dafür verantwortlich sind, die normalerweise die Hauptgames produzieren, wie Pokémon Rot, Blau, Gelb, Grün, Schwert und Schild und auch die anderen Pokémon Games. Nein, diesmal hat es eine externe Firma übernommen, die das Spiel damals oder jetzt entwickeln sollte. Viele Fans waren begeistert, als sie das hörten und naja, wie soll ich sagen, sie sind auf den Zug aufgesprungen, haben gesagt, super. Endlich mal eine andere Firma außer Game Freak, jetzt kann es ja nur besser werden. Doch mittlerweile rudern viele Fans auch wieder zurück. Da ihre geliebte Generation Maybelline nicht so gut wird, wie anscheinend angenommen wird. Und naja, kommen wir erstmal zu den Leaks. Wir gucken warum. Wir haben wie gesagt einige Ingame-Aufnahmen bekommen, Battlen etc. Und die könnt ihr hier auch gerade entnehmen vom Game. Diese sehen, wie flüssig das Spiel aussieht, wie viel man sehen kann, dass die Kämpfe halt gut animiert sind. Dass man halt auch ein bisschen die Animation, Fanganimation sehen kann. Das kann man halt alles so ein bisschen auch aus diesen Ingame-Ausnahmen erkennen. Natürlich erkennt man jetzt keine großen grafischen Probleme. Das heißt, keine großen Pixel, die verschoben sind, grafische Probleme im Hintergrund. Aber natürlich sehen wir auch zum Beispiel, dass der Hintergrund sehr clean ist. Das heißt, dass er sich nicht groß bewegt, keine riesen Hintergrundanimationen stattfinden. Was vielleicht auch noch nicht so wirklich in einigen Games noch nie der Fall war. Des Weiteren sehen wir, dass die Pokémon eigentlich alle gut animiert sind. Dass da auch nicht so diese Probleme sind. Die Hauptprobleme sind hier im Moment größtenteils wirklich die Musik. Das heißt, auf gut Deutsch, die Musik des Games ist nicht fertig. Leute, die ganze Musik soll angeblich nicht fertig sein, sie soll nur stückchenweise fertig sein, die sollte ist durch Filler-Folgen oder Filler-Musik ersetzt worden. Ich habe ja auch schon mal in der News letzte Woche oder für die letzte Woche habe ich die News, habe ich ja nochmal zusammengefasst, dass es hier, wie gesagt, einige Probleme bei der Entwicklung des Spiels gab und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Die Firma Ilka hat diese Spiele ja entwickelt. Woran es jetzt gelegen hat, warum diese Firma Probleme hatte, ob Game Freak da Probleme rausgeschoben hat, hat gesagt, ey, ihr kriegt nicht unsere Daten, ihr müsst das selber aufarbeiten, ihr müsst das selber gucken, wie das ist, die Codes kriegt ihr nicht zum Programmieren oder ob die Pokémon Company da ein bisschen Probleme bereitet hat oder ob die Firma Ilka einfach auch nicht hinterherkam oder auch nicht den Anforderungen, muss man davon auch sagen, von der Pokémon Company gerecht wurde, das wissen wir nicht. Woran es wirklich gelegen hat, warum da jetzt Probleme sind, wissen wir nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, das Spiel ist nicht zu 100% fertig. Wir werden einen Day-One-Patch bekommen. Definitiv. Das wurde auch schon seitens der Pokémon Company ein bisschen bestätigt leicht. Und wir werden einen Day-One-Patch brauchen wir zum Spielen. Viele Redakteure haben dieses Game ja schon, um als Rezeption ähnliches zu schreiben, damit sie halt sagen können, ey Leute, so und so ist das Game, 8 von 10 Punkten, zockt es, unglaublicher Spielspaß für jeden, groß und klein. Das ist normalerweise, werden diese Spiele immer vorab ausgeliefert, diese werden dann angespielt, werden dazu Rezeptionen geschrieben etc. oder auch andere Newsportale etc. ballern dadurch halt kleine Infohäppchen raus. Wir haben jetzt auch dadurch wieder von einem Leaker erfahren, dass halt die Ingame-Musik nicht vollständig fertig ist, dass sie durch Filler-Musik ersetzt worden ist, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und das ist natürlich nicht so cool. Das lässt natürlich auch viel Spielraum offen, weil wir wissen auch, es gibt ja auch noch die Kampfzone im hinteren Bereich und auch einige Lichteffekte wurden wahrscheinlich auch noch nicht richtig im Spiel umgesetzt. Das heißt, da gab es auch einige grafische Probleme in der Stadt. Das ist jetzt meiner Meinung nach ein kleineres Problem, so ein Lichteffekt. Mein größeres Problem, muss ich ganz klar sagen, ist hier die Musik, besonders, dass die Kampfmusik nicht größtenteils fertig ist. Die Ingame-Musik bei Arena-Kämpfen soll nicht richtig fertig sein und auch vielleicht auch einige Städte sollen nicht fertig sein, was auch verdammt krass ist. Die Firma Ilka muss hier eigentlich performen. Die muss ein gutes Game produzieren für die Community. Leider dadurch, dass jetzt solche Probleme dabei entstanden sind, ist es so, dass viele Fans
hier abspringen und auch nicht mehr so das Game begeistert feiern. Natürlich feiern sie es noch oder auch ich, aber es ist hier natürlich so ein kleines Problem. Das kann natürlich auch daran liegen, dass wir dann einige Inhalte nicht bekommen werden, also von Pokémon Platin. Wahrscheinlich werden auch nicht alle Inhalte von Pokémon Platin übernommen und es wird auch vielleicht auch gar nicht umsetzbar möglich gewesen sein. Wie wir aber wissen, ist es in der Edition geplant gewesen, dass mehr Content dazukommt. Ja, okay, Ingame-Musik jetzt mal beiseite. Kommen wir mal zur Kampfzone zurück. Wir wissen ja auch, dass da im Prinzip es sehr groß gefeiert war. Im Diamant, Pearl und Platin war es ein absolutes Highlight. Es könnte jetzt also sein, dass wir keinen neuen Zusatz-Content bekommen werden, wie man das aus anderen Remakes kennt. Bis jetzt sind wir Pokémon-Fans ja immer sehr, sehr verwöhnt gewesen von der Firma Game Freak. Wenn ein Remake kam, haben wir meistens Zusatzinhalte bekommen. Die Firma Ilka muss leider performen. Das heißt, sie produziert ihr erstes Mal ein Pokémon-Game. Viele waren ja begeistert, wie ich vorhin schon gesagt habe. Das Problem wird nur sein, es könnte also sehr gut möglich sein, dass wir gar keine neuen Zusatzinhalte bekommen oder keinen Zusatz-Content bekommen werden, da wir nicht alle Inhalte von Platin zum Beispiel übernehmen werden. Und Game Freak war es, oder bei Game Freak war es sonst immer so, wir haben Remake bekommen, wir haben Zusatzinhalte bekommen, bei Alpha Saphir Omega Rubin war es die Delta-Episode, wir haben bei Feuerrot Blattgrün neue Inseln dazu bekommen mit neuen Fangmöglichkeiten für Pokémon, die darauf vorher nicht waren. Wir haben Mini-Story-Abschnitte bekommen bei einigen Games, bei Hardcore zu Silver gab es auch neue Zusatzinhalte und das kann gut sein, dass wir da wahrscheinlich, wie gesagt, diesmal leer ausgeben. Da es einige Probleme bei der Entwicklung gab, wie ich vorhin schon gesagt habe, könnte es gut sein, dass wir wieder gar keine Zusatzinhalte bekommen. Wir werden einen Day-One-Patch bekommen. Wie viel der Day-One-Patch jetzt im Endeffekt nachher am Ende uns wirklich reinpatcht, beziehungsweise wie viel Datei oder wie viel allgemein noch im Spiel fehlt, wissen wir noch endgültig nicht. Dafür sind die Games halt noch nicht da. Wir wissen es also endgültig nicht. Aber wir können zumindest schon mal sagen, dass die Musik fehlt. Einige Lichteffekte sind nicht richtig übernommen worden. Und wir können davon ausgehen, dass vielleicht sogar die Kampfzone, vielleicht nicht, weil das Endcontent ist, vielleicht noch nicht hundertprozentig fertig gewesen ist oder vielleicht auch da noch einige Probleme gab und die das in den Day-One-Patch alles fixen werden. Wie viel es sein wird, werden wir dann sehen. Was haltet ihr davon? Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob das Spiel gut ist oder nicht. Findet ihr es gut, dass es halt noch nicht fertiggestellt worden ist zu 100%, dass wir halt so ein unfertiges Game bekommen? Wollt ihr dafür 60 Euro zahlen für ein Game, was eigentlich noch nachgepatcht werden muss, weil es halt noch nicht fertig ist? Vielleicht werden auch einige Elemente oder auch noch ganz viele Bugs entstehen, weil das Game halt noch nicht endgültig fertig ist. Schreibt mir mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Also ich bin so mega zwiegespalten, um ehrlich zu sein. Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde es auf einer Seite gut, dass wir es endlich bekommen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch blöd, dass halt Ingame-Musik und auch andere Sachen vielleicht fehlen werden oder halt auch noch nicht richtig auf Herz und Nieren getestet sind. Was halt irgendwie schade ist, wenn ich 60 Euro dafür zahle, will ich halt ein Game haben, was eigentlich schon gerne fertig ist. Wäre schon cool, das dann auch zu haben. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss.